Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir spielen den Militär-Tycoon, wo wir heute anscheinend so eine richtig, richtig große Militärbasis bauen müssen, Leute. Es wird auf jeden Fall heute echt heftig. Wir starten schon mal mit unserem eigenen Öl-Rig oder so, wie das heißt. Also da kriegen wir jetzt anscheinend irgendwie ein bisschen Öl und dadurch generieren wir natürlich wieder Geld, weil wir das Öl dann verkaufen. Und damit können wir schon mal wenigstens ein bisschen unsere Sachen finanzieren, Freunde. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Wer davon noch mehr sehen möchte, dreht noch einmal ganz kurz euer Handy und drückt mir jetzt auf die Glocke. Wir werden auf jeden Fall kein Video mehr verpassen. Wir können das Ganze so machen, wir können uns hier zum Beispiel mal unser Cash holen. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade 20 Dollar. Dann kann man sich hier natürlich immer die Sachen holen. Das Problem ist einfach nur, dass die Sachen extrem teuer sind. Und deswegen würde ich mal sagen, machen wir es jetzt mal so. Wir gehen ganz kurz mal hier in den Laden rein, Leute. Gehen hier auf Geld und kaufen direkt mal hier 100.000 Dollar. Und das Ding ist, es ist schon, ja, sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Ne? Sehr, sehr teuer. Deswegen erstmal ganz kurz hier Ölrig kaufen. Zack, zack, zack und zack. So, jetzt ist auf jeden Fall schon mal unser Ding hier erweitert. Und wir machen jetzt gerade jedes Mal 20 Dollar pro Sekunde. Und das ist auf jeden Fall schon mal viel besser als eben, ne? Dann können wir noch zum Beispiel hier so ein zweites Ding kaufen, Leute. Hier ganz kurz, Ölrig, so, zack und 4 von 5 und 5 und zack, so, Double Earnings, das kriegen wir hier zum Beispiel jedes Mal nochmal 20 Dollar. Ja, irgendwie ist das relativ wenig, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob sich überhaupt diese Öldinger lohnen, deswegen kaufen wir direkt mal hier schon mal ein paar Wände, die einfach anscheinend geschützt sind oder so. Deswegen kommen wir hier, die Wände kommen auch schon hier hin. Dann können wir direkt schon in den Laden hier reingehen und dann kann man hier anscheinend sogar eine Serverwand kaufen, Leute. Und noch eine Tür dazu. Und im Endeffekt noch hier drin noch so einen kleinen Terminal. Okay, auch nicht schlecht. Guck mal, jetzt wird hier gerade alles gebaut. Hier ist jetzt so ein bisschen die Station und sowas. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, Leute, wie das hier jetzt gerade alles gebaut wurde. Dann können wir hier zum Beispiel mal ein paar Sachen kaufen. So, Armory Light, ein paar Crates und sowas. Das ist auf jeden Fall auch immer sehr, sehr gut. Und jetzt, Leute, kommen wir natürlich zu meiner Lieblingssache und zwar eine schöne Waffe. Denn wir können nämlich auch gegen andere Leute hier kämpfen. Deswegen hier haben wir auf jeden Fall schon mal echt eine heftige Waffe am Start, Leute. Guck mal hier. Oh, okay, okay, okay. Und das Ding hat anscheinend sogar, glaube ich, auch unendlich Munition. Ja, es hat unendlich Munition. Sehr, sehr cool, muss ich sagen, Freunde. Aber erstmal müssen wir natürlich unsere Basis ein bisschen weiterbauen. So, deswegen hier haben wir schon mal wieder 2000 Dollar bekommen und können jetzt hier schon mal unsere Tür kaufen hierfür. Und wir haben auch sogar anscheinend unsere Pistole. Seht ihr das? Wie unsere Pistole einfach da rechts neben uns hängt. Sehr, sehr cool. So, nächste Wand wird gekauft jetzt hier. Wand 1 von 4, Wand 2 von 4, Wand 3 von 4 und Wand 4 von 4. Und dann können wir jetzt direkt hier so mal ein paar Gates holen und dann soll man, glaube ich, schon mal hier relativ gut in Sicherheit sein. Und komm, wir kaufen direkt mal hier noch ein paar neue Crates. Die sind auf jeden Fall mal sehr, sehr gut, um einfach so ein bisschen Lager und sowas zu haben. Und ich höre schon die ganze Zeit sehr, sehr viele Schüsse und sowas, Leute. Also es wird auf jeden Fall gerade schon draußen gut gefeuert. Und wir können auf jeden Fall hier, drin wieder ein paar neue Waffen kaufen. Und gut, hier drin haben wir sogar gerade alles schon gekauft, was wir kaufen konnten. Deswegen lassen wir mal ganz kurz hier nach draußen gehen. Wo muss ich einfach nur so machen. Dann kann ich mir nämlich hier so ein paar Wege kaufen. Seht ihr das, Leute? So ein paar Schutzbalken. Und ich kann natürlich auch noch höher machen und sowas, beziehungsweise noch hier eine Straße und sowas hinbauen. Auch ein paar sehr, sehr coole Sachen. Dann kann ich mir hier zum Beispiel noch so ein kleines Guardhaus hinbauen. Das bedeutet, hier kann man quasi so ein bisschen aufpassen. Und ihr seht sogar, hier können wir noch mit so einer Treppe hochgehen und dann kann man hier quasi so gucken und kann dann so auf die anderen Leute raufschießen. Und ich glaube hier, ja, ja, ja. Oh, 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 ich habe ihn ange... Ich schieße ihn an, Leute. Oh, ich habe ihn geholt. Haha. Das Problem ist, jetzt haben wir, glaube ich, gerade einen neuen Feind uns gemacht. Deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz hier ein paar Dinge, ein paar Sachen aufstellen. Ich glaube, hier vorne, komm, wir sprinten mal ganz kurz, Leute. Schnell, 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 schnell. Sprinte, 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 bevor er sich jetzt irgendwie rächen möchte oder so. Gut, das kann ich mir auch nicht holen. Ölrig ist, glaube ich, hier. Ich glaube, ich muss mir die zweite Etage holen, Leute. Deswegen, ich gehe mal ganz kurz hier außen. Kann ich nicht... Nein, kann ich leider nicht. Oh Mann, Leute. Ich dachte, ich konnte gerade außen hochgehen. So, gucken. Ist der hier gerade irgendwo? Nee, der scheint gerade nirgendwo zu sein. Deswegen lassen wir ganz kurz hier schon mal die zweite Etage bauen für 15.000 Dollar. Und jetzt haben wir quasi hier die Möglichkeit, direkt eine zweite Etage zu bauen. Und hier vorne ein paar Lichter, noch ein Dach und sowas. Und hier kannst du euch noch hochklettern, Leute. Und ich sehe schon, ich glaube, ich muss wieder ein bisschen neues Geld kaufen, ja. Ist auch nicht so schlimm, aber deswegen, das mache ich jetzt mal ganz kurz für neues Geld kaufen. Und zwar, glaube ich, jetzt gerade nochmal ganz kurz 100.000 Dollar für 300 Robux. 1 Million Dollar würde wie viel kosten? Oh, 2.500 Robux, Freunde. Ganz schön teuer. Gut, dann würde ich mal ganz kurz nochmal meine Waffe auspacken. Da hinten hatte ich irgendwo einen gesehen. Ah, kriege ich den geholt? Nee. Sind hier noch irgendwelche? Irgendwelche Nachbarn oder so, die mir hier auf dem... Oh, da oben, Leute. Oh. Oh. Habe ich den geholt? Warte. Zack. Zack. Kriege ich den geholt, Leute? Ich glaube, die sind in der Glasscheibe. Ja, die sind in der Glasscheibe, Freunde. Okay, die können wir gerade leider noch nicht holen. Aber nicht so schlimm. Wir bauen jetzt hier ein bisschen weiter. Deswegen, ich kaufe jetzt mal ganz kurz so einen kleinen...
Genau, hier so einen kleinen Tisch, Leute, so einen kleinen Command-Table. Und dann kann man hier anscheinend wieder ein paar Sachen irgendwas machen. Dann kann man hier zum Beispiel mal so einen Security-Desktop, nehme ich auch nochmal ganz kurz mit. Nochmal einen weiteren, dass man hier nochmal ein paar Sachen hat. Dann nehmen wir so einen kleinen Plantisch, auch immer sehr, sehr wichtig, Leute. Und dann hier hole ich mir direkt hier wieder so ein Terminal, ein paar Server und erstmal hier so einen kleinen Zaun hier oben, ne? Das heißt, hier haben wir so einen kleinen Zaun schon mal gebaut. Dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal hier ein bisschen Dingens, Stacheldraht, Leute, denn noch hier oben drauf kommt. Seht ihr das? Hier schön Stacheldraht und so. Boah, das sieht schon echt heftig aus jetzt, ne? Gut, dann hole ich mir nochmal ganz kurz hier schnell eine Wand. 1 von 4, also das heißt, hier sind schon mal so ein paar Wände aufgebaut worden. Und ich höre doch schon wieder Schüsse, Leute. Ich höre doch schon wieder Schüsse. Ich muss mal ganz kurz nach oben gehen. Jetzt habe ich hier so den höchsten Punkt. Kann ich hier irgendwen... Da hinten, Leute, pass auf. Ah. Richtig. Oh, ja, getroffen. Ah, er ist runtergesprungen. Er springt runter, Leute. Okay, er ist runtergesprungen. Da haben wir aber noch einen. Okay. Ja, paar Mal getroffen. Oh, er schießt auf mich, Leute. Er schießt auf mich. So, ich muss ihn nur gut treffen. Ah. Okay, ich habe ihn jetzt fast, Leute. Ich habe ihn jetzt fast geholt. Ah. Kann nicht angehen, dass ich den nicht hole, Leute. Okay, also wir müssen auf jeden Fall echt... Oh nein, er rennt weg. Ah, nein. Er hat es bis in seine Basis geschafft. Okay. Respekt an ihn, dass er es geschafft hat, Leute. Okay? Muss man ja schon sagen. Der Rest ist, glaube ich, relativ weit noch. Er guckt immer am Fenster da, glaube ich, ne? Okay, aber nicht so schlimm. Wir bauen jetzt mal wieder ein bisschen weiter. Das ist auf jeden Fall auch wieder wichtig. Denn ich glaube jetzt hier gerade ganz schon mal nämlich eine zweite Wand, dass wir ein bisschen mehr Schutz haben jetzt hier gleich. Falls uns jetzt hier gleich irgendwie absnipen möchte oder so. Dann glaube ich nämlich hier direkt schon mal ein bisschen so ein Whiteboard. Dann noch ein zweites Whiteboard. Und dann sollten wir natürlich auch hier nochmal ganz kurz eine kleine niedrigere Wand kaufen können. Und auch nochmal hier ganz kurz ein paar Wände. Das heißt hier. Oh, warte. Ich habe mich durchgepackt, sondern hier nochmal eine kleine Wand, hier nochmal eine kleine Tür, dass wir auch hier schon mal den Raum fertig haben, Leute. Sehr, sehr gut. Und dann können wir hier vorne, glaube ich, genau, so ein kleines Board kaufen. Und da ist anscheinend irgendwie ein verrückter Typ oder so drauf oder noch irgendwelche anderen Sachen. Okay, aber es ist, sieht schon echt komisch aus. So, hier nochmal ganz kurz eine kleine Tür kaufen. Und ich habe hier vorne, gut, die Wand, ich muss mir leider wieder ein bisschen was kaufen, Freunde. Geht nicht anders. Ich muss mir nochmal 100.000 kaufen. Weil wir kriegen ja so wenig Geld, ne? Das ist ja das Problem. Man kriegt ja leider gerade so wenig Geld. Ich muss auch nochmal ganz kurz deswegen nach unten gehen. Und dann mal schauen, dass ich auch schon mal ein bisschen, oh, hier noch ein paar Lichter, Leute. Lichter. Dach und dann hier vorne habe ich jetzt nochmal 12.000 Dollar zum Einsammeln. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall auch mal mitnehmen. So, hier 12.000 Dollar. Hier noch so ein kleines Dach kaufen, genau. Und dann würde ich mal gucken, was passiert, wenn wir uns gleich nochmal so einen Typen nähern. Also uns den irgendwie anschleichen oder so. Deswegen hier nochmal ganz kurz ein kleines Dach kaufen. Dann hier vorne nochmal ein paar Lichter. Nochmal ein paar Wände, Leute. So, zack, Wände sind gekauft. Ein kleinen Control Screen und sowas. Größere Wand für hier oben. Dann nochmal so ein Command Loft. Ey, Leute, wir haben richtig krasse Sachen noch hier. Noch eine Leiter und sowas. Wir können auch so viel kaufen. Hier nochmal eine Leiter. Und dann kann ich mir, glaube ich, hier vorne, wenn ich hier hochgehe, Leute, kann ich mir nämlich hier so ein paar Kleinigkeiten kaufen. Und zwar erstmal hier so eine Tür. Dann so ein Tisch, Wand, Tisch, Desktop, Panel, Control Screen und nochmal so ein Control Screen, Leute. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal ordentliche Sachen uns gekauft. Hier können wir direkt nochmal weiter eine Tür kaufen. Dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal oben gut wieder unser Geld investiert, muss man sagen. Und dann können wir hier vorne, glaube ich, wieder ganz kurz hingehen und können uns hier nochmal so ein paar andere Sachen kaufen. Und zwar einmal so ein paar Crates. Sehr, sehr gut. Und jetzt, Freunde, wird's interessant. Weil, oh, habt ihr das? Da war gerade, da ist er. Leute, wo ist er? Da hinten ist er. Da kämpft einer. Und da rennt auch gerade jemand rüber. Ich hole mir jetzt ganz kurz den, der da rüber rennt. Oh, er möchte zurückgehen. Ah, okay, er geht lieber zurück. Kann ich verstehen, Leute. So, ich gehe jetzt noch nach vorne und mache jetzt richtig Alarm, ne? Ich mache jetzt richtig Alarm, Leute. So, okay, pass auf, jetzt bin ich gleich mal gespannt. Mal gucken, ob wir hier irgendwen bekommen. Ah, da war er, Leute, da war er. Okay. Oh. Ja! Ich habe ihn geholt! Ich nehme jetzt hier ganz kurz so eine Zone ein. Und, ist da niemand? Ist das jemand? Hier kommt jemand. Oh! Jawohl! Ich habe ihn auch geholt, Leute! Oh Gott, ich habe gar nicht mehr so viel Leben, ne? Ich muss erstmal schnell nachladen. Guck mal, ist hier noch irgendwer? Oh, ich nehme gerade echt. Oh! Die haben sie eingenommen, die Basis jetzt hier gerade, Leute. Okay, jetzt müssen wir ganz schnell wieder weg. Oh! Schnell hier weg, Leute! Schnell hier weg! Wir müssen nämlich gerade hier die Basis eingenommen und ich glaube, so schnell wird sich jetzt gleich keiner trauen. So, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier hin. Kann ich hier noch ein paar Sachen kaufen? Ja, genau, so ein paar Dingen, so ein paar Zäune und sowas. Und hier nochmal ganz kurz Zaune machen, so. Dann soll auf jeden Fall, glaube ich, auch hier schon sicher sein. Wir haben die Basis eingenommen, Freunde. Da vorne ist unsere Basis. Und das war auf jeden Fall der Militär-Tycoon. Wenn euch der gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt ganz mal ein Video aus. Einmal draufklicken und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.